Aber es steht noch ein Thema auf dem Plan, und zwar ist das beschrieben mit Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht. Die Sexualstrafgesetze sollen verschärft werden. Erhard Schärfer ist unser Korrespondent für die Hauptstadt in Berlin. Erhard, sind das die Maaßen Gesetze, die da jetzt vorgelegt werden? Da kommt eine ganze Reihe zusammen, Stefan Kuhle, an Gesetzen, die geändert werden sollen, vor allem im Strafgesetzbuch. Und deswegen müssen wir das ein klein wenig auseinanderhalten. Sie haben eingangs schon gesagt, es geht um Vorgaben aus Europa, die hier umgesetzt werden müssen. Es geht aber auch um Präzisierungen, was die Bereiche Kinderpornografie, Jugendpornografie angeht. Alles im Allen ein weites Feld. Und wenn man es nur zurückführe auf das, was wir vor einem guten Jahr oder was vor einem guten Jahr begann, nämlich die Affäre um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Edati und dessen Besitz von kinderpornografischem Material, weshalb er jetzt nur angeklagt wird, dann wäre das sicher zu kurz gegriffen. Das Feld ist größer, das Feld ist weiter. Und das, worüber der Bundestag hier heute diskutiert, geht eben nicht nur um diesen Bereich, um diesen Sektor, sondern es wird auch sich beschäftigt mit dem Schutz vor sexueller Gewalt und manchen Punkten mehr. Wir wollen das vertiefen und präzisieren im Gespräch mit Katja Koll, der rechtspolitischen Sprecherin der Grünen, die bei uns ist hier heute Morgen, und mit Johannes Fechner, dem rechtspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Und deswegen lassen wir uns von Ihnen beiden erst auch noch mal erläutern, worum es eigentlich im Kern heute geht. Herr Fechner. Es geht darum, dass wir eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2011, die bei der Vorgängerregierung liegen geblieben war, nun zügig umsetzen. Uns als SPD ist der Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch sehr wichtig. Deswegen haben wir viele Strafbarkeitslücken, die sich ergeben haben, geschlossen. Zum Beispiel haben wir das Strafmaß beim Besitz und Erwerb von Kinderpornografie verschärft von 2 auf 3 Jahren. Wir haben präzise geregelt, dass auch solche sogenannte Posing-Bilder zukünftig explizit strafbar sind. Da immer mehr Menschen auch über das Internet versuchen, mit Kindern Kontakt aufzunehmen zur Anbahnung von sexuellen Verhältnissen, haben wir das sogenannte Cyber-Grooming explizit unter Strafe gestellt und haben dadurch, wie ich finde, Strafbarkeitslücken zum Schutz der Kinder in Deutschland geschlossen. Jede Menge Lücken geschlossen, sagt Johannes Fechner. Da sollten Sie durchaus mit einverstanden sein können, könnte man vermuten. Also auch uns Grünen liegt der Schutz der Kinder natürlich am Herzen. Und soweit es um diese Klarstellungen geht im eigentlichen Sexualstrafrecht bei der Kinderpornografie, da sehen wir auch nicht das eigentliche Problem dort, wo die EU-Richtlinie umgesetzt wird. Das eigentliche Problem liegt bei den Eingriffen im Persönlichkeitsschutz, wo jetzt Bilder unter Strafe gestellt werden, die mit Sexualität erstmal gar nichts zu tun haben. Peinliche Bilder werden unter Strafe gestellt, Bilder von Hilflosigkeit werden unter Strafe gestellt. Das führt dazu, dass Jugendliche, die sich demnächst beim Heimweg von einer Party betrunken fotografieren, sich strafbar machen. Und das ist ein überschießender Aktionismus, den wir nicht mittragen können. Frau Koll sagt, Sie schießen am Ziel vorbei. Nein, natürlich nicht. Wir haben eine präzise Regelung, dass der höchstpersönliche Lebensbereich zwar besser geschützt wird. Wir haben ja die Situation, dass heute Smartphones mit Kameras und Videokameras allgegenwärtig sind. Und deshalb waren wir der Meinung, dass Menschen, die in hilfloser Lage zur Schau gestellt werden, etwa Opfer von Verkehrsunfällen, dass die besser geschützt werden müssen. Und wir haben die Formulierungen so gewählt, dass Alltagsgeschehen, wie sie es gerade beschrieben hat, oder insbesondere die Familienfotos vom Strandurlaub von nackten kleinen Kindern, dass die nicht unter Strafe gestellt werden, dass die Eltern sich nicht strafbar machen. Und insbesondere auch die Kollegen von Ihnen, alle Journalisten, die Bildberichterstattung betreiben, haben wir explizit eine Vorschrift aufgenommen, dass diese Tätigkeit nicht strafbar ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden Nacktaufnahmen geahndet, wenn sie verbreitet und verkauft werden sollen, also Nacktaufnahmen von Kindern und von Jugendlichen, wenn ich auch das richtig verstanden habe, also wenn sie verbreitet und verkauft werden sollen, nicht wenn die Eltern dieser Verbreitung zustimmen. Über diesen Passus bin ich etwas gestolpert und ehrlich gesagt habe ich ihn nicht verstanden. Was ist denn danach alles erlaubt? Also strafbar ist nach unserer Regelung jedes Foto, was Kinder und Jugendliche in pornografischen Positionen zeigt, zum einen, und zum anderen Nacktfotos, die diese Schwelle nicht erreichen, von Kindern und Jugendlichen dann, wenn der Täter sie mit der Absicht herstellt, sie zu verkaufen und einem Dritten zugänglich zu machen. Wenn die Eltern Fotos zustimmen, eine sogenannte Einwilligung erteilen, dann
entfällt die Strafbarkeit, es sei denn, diese Einwilligung ist rechtsmissbräuchlich. Wenn also beispielsweise, was wir leider erlebt haben, in Rumänien Eltern aus Geldnot deutschen Fotografen ihre Kinder zur Verfügung stellen für solche Fotos, dann ist der Täter trotzdem strafbar, weil das eine rechtsmissbräuchliche Einwilligung ist zulasten des Kindes. Klingt plausibel. Die Frage ist natürlich, lässt sich das überhaupt kontrollieren? Lässt sich das überhaupt einhalten? Es scheint risikobehaftet zu sein, auch eine solche Formulierung. Ja, man konstruiert hier im Prinzip eine Lücke, die es gar nicht gibt. Also wenn ein Bild unbefugt verbreitet und veröffentlicht wird, ist das bereits jetzt nach der Strafnorm im Kunsturhebergesetz strafbar. Das ist schon nach der jetzigen Lage so. Und zur Kinderpornografie haben wir ja vorhin auch schon einiges gesagt. Da ist eben der andere Bereich strafbar. Und dazwischen gibt es keine Lücke. Also was man hier macht, ist Aktionismus, um zu zeigen, man hat nach dem Fall Edati hier irgendwas vermeintlich erkannt, was man lösen will. Aber es führt dazu, dass man Jugendliche und Alltagssituationen eben gerade doch mit der Strafbarkeit überzieht. Aktionismus, der Vorwurf steht ja im Raum. Nein, natürlich nicht. Also wenn Sie sich mit Experten unterhalten, mit Vertretern der Polizei oder auch Staatsanwälten, dann werden die Ihnen sehr deutlich zeigen, was im Internet in Sachen Kinderpornografie los ist. Dass es dort sehr, sehr viel schlimmen Missbrauch gibt mit Kindern. Und deswegen ist es kein Aktionismus, sondern ein ganz berechtigtes Anliegen, in aller Sachlichkeit mit präzisen Regelungen dem einen Riegel vorzuschieben. Frage an Sie beide mal. Wie groß ist eigentlich dieses Problem? Wie groß ist eigentlich die Anzahl der Delikte, die da jährlich erfasst werden? Also die Kinderpornografie ist natürlich ein Problem. Durch das Internet ist natürlich einfach das Ausmaß der Verbreitung dieser Bilder enorm gestiegen, sodass die Ermittlungsbehörden einfach eine Schwierigkeit haben, die Riesenanzahl an Bildern auszuwerten und einzustufen. Daran wird man auch mit der jetzigen Änderung im Strafrecht nicht ändern. Da muss man dann auch eben die Ermittlungsbehörden stärken, also auch eben in die Justiz investieren. 4.100 Fälle habe ich gesehen im vergangenen Jahr. Das halte ich für realistisch. Uns sagen die Experten, dass es insbesondere sehr aufwendig ist, wenn man einen Täter hat, dessen Daten auszuwerten, weil es ja oft Hunderte, wenn nicht Tausende von Fotos sind. Also der Bedarf für Gesetzesverschärfung ist auf jeden Fall da. Ich möchte aber auch bemerken, nur mit Gesetzesverschärfung allein wird es nicht getan sein. Wir müssen auch Präventionsprojekte unterstützen und insbesondere die Ermittlungsbehörden technisch und personell so ausstatten, dass sie die Bilderflut, die Sie gerade beschrieben haben, auch tatsächlich bearbeiten können. Kommen wir gleich noch mal drauf auf den Aspekt Prävention, der Ihnen ja auch besonders wichtig ist, weshalb Sie einen eigenen Antrag auch im Rechtsausschuss hatten, der da keine Mehrheit gefunden hat, obwohl die Linken auch noch zugestimmt haben, aber unter den Mehrheitsverhältnissen, die wir haben, hat es dann eben nicht gereicht. Es gab im Zusammenhang mit dem Fall Edati immer wieder die Diskussion um die Einstufung von Bildmaterial. Sind Sie da mit diesen Gesetzen, die Sie jetzt verändern, auch wo Sie am Strafgesetzbuch Veränderungen vornehmen, sind Sie da jetzt eigentlich weitergekommen, um da zu präzisieren, dass man auch Klarheit darüber hat, das fällt jetzt definitiv in den strafbaren Bereich und hier, weil Sie haben den Aspekt Posing ja schon angesprochen, also das sind keine pornografischen Bilder, aber doch Bilder, wo es bei Kindern und Jugendlichen der sexuelle Aspekt doch sehr im Mittelpunkt steht zumindest, auch wenn nicht unbedingt Nacktheit da ist, aber doch klar ist, in welche Richtung es gehen soll. Wie kann man das so präzisieren, weil das ja mitunter geht es ja auch in den Bereich von Geschmackssache, nicht nur, aber eben teilweise auch, also Grenzbereiche. Also das ist richtig, diese Posingbilder waren bisher von der Rechtsprechung zwar unter die Vorschrift subsumiert, aber es stand eben nicht explizit drin, welche Kriterien ein Foto erfüllen muss, um kinderpornografisch zu sein. Bei diesen Posingbildern, die Fachleute sprechen von der sogenannten Kategorie 2 und deswegen haben wir explizit geregelt, dass Fotos, die die nackten Genitalien oder das nackte Gesäß eines Kindes zeigen, in sexuell aufreizender Weise, also ganz präzises Kriterium haben wir geregelt, um eben klarzustellen, dass solche Fotos, die Posing-Fotos, zukünftig strafbar sind, damit da keinerlei Interpretationsmöglichkeiten bestehen. Und da denke ich, sind Sie einig oder gibt es da noch Widerspruch? Da sind wir uns einig. Da ist es schlichtweg so, dass wir als Gesetzgeber das ausdrücklich reinschreiben, was die Rechtsprechung beim Posing jetzt schon immer versucht hat, im Wege der Auslegung zu machen. Das war fällig und das ist auch richtig. Ich finde einen anderen Punkt bei der Vorbereitung noch ein bisschen schwierig und auch schwierig dann dem Problem beizukommen. Viele Vorgänge, viele dieser Delikte, die wir angesprochen haben, passieren im familiären Bereich. Also es werden auch das fotografiert wird im familiären Bereich oder sogar in der Familie oder im Umfeld zumindest. Dem Ganzen kommen Sie dem Bereich dann ein bisschen näher mit dem, was Sie jetzt verändern oder bleibt da nach wie vor noch einiges auch ganz schwer einzufangen?
Also Fälle von sexuellem Missbrauch in der Familie, da ist es gar keine Frage, dass die strafbar sind. Und auch wenn dabei fotografiert wird, ist es strafbar. Das wäre Pornografie. Daran ändern sich die Regelungen im Strafgesetzbuch jetzt nicht. Da ist natürlich einiges erforderlich. Ja, Aufklärung, Beratung, Hilfe für die Opfer, Therapieangebote, alle diese Dinge. Aber da kommen wir jetzt mit dieser Strafrechtsänderung nicht weiter. Sie haben den Aspekt Prävention angesprochen, deswegen nehmen wir den in den letzten Minuten dann auch nochmal auf. Es gab den Antrag der Grünen, da mehr reinzugeben. Dem haben Sie zwar in der Sache bisweilen zumindest nicht widersprochen, aber ihm dann doch nicht zugestimmt. Wieso nicht? Also wir tun da einiges. Zum Beispiel gibt es in Berlin das Projekt Kein Täter werden, was wir mit rund 150.000 Euro zusätzlich und damit einem satten sechsstelligen Betrag fördern. Also da tun wir wirklich einiges. Es gibt auch ein ähnliches Projekt in Baden-Württemberg, wo vorbildlich mit Tätern therapeutisch gearbeitet wird. Und da tun wir schon einiges dafür. Die Frage war ja, warum haben Sie diesem Antrag nicht zugestimmt? Weil der in vielen Bereichen recht unbestimmt war und in einigen Punkten auch in die Länderzuständigkeit fällt, wenn es der Antrag ist, den Sie meinen. Aber ja, es gab im Rechtsausschuss zu diesem Thema ja nur diesen einen. Erläutern Sie ein wenig oder widersprechen Sie ein wenig dem, was Herr Fechner sagt? Ja, also die Ministerin Schwesig hatte angekündigt, zum Thema Prävention einen Maßnahmenkatalog vorzulegen. Wir haben deswegen selber auch Vorschläge gemacht. Unsere Vorschläge wurden abgelehnt. Auf den Katalog von Frau Schwesig warten wir heute noch. Was? Ja, bitte. Also Frau Schwesig hat ausführlich auf eine Anfrage der Grünen reagiert und hat die Dinge benannt. In dem Antrag stehen so Dinge drin wie, wir wollen Kinderrechte stärken. So, das ist schön, das kann jeder unterschreiben, aber wir hätten es gerne etwas präziser. Und weil es eine Fülle von derartigen Argumenten waren im Grünen-Antrag, wo wir schlicht nicht zuständig sind oder die sehr, sehr allgemein gehalten waren, haben wir ein Problem, so einem Antrag zuzustimmen. In der Sache sind wir uns da völlig einig, dass wir Kinderrechte stärken müssen, dass wir in der Medienpädagogik, in den Ländern, dort in der Bildungspolitik weiter arbeiten müssen. Aber der Antrag war recht unbestimmt und deswegen hatten wir Probleme zuzustimmen. Geben Sie Herrn Fechner ein paar präzise Beispiele aus Ihrem Antrag. Naja, es ist ja klar, dass was hier eigentlich passiert ist, der Antrag wird abgelehnt, weil die Opposition die Vorschläge macht und nicht, weil die Vorschläge schlecht sind. Also wir haben ja, ich kann es ganz konkret machen, wir wollen nicht nur Kinderrechte stärken, wir wollen Kinderrechte auch ins Grundgesetz schreiben. Das ist zum Beispiel eine Frage, wo die Positionierung bisher unklar ist. Also darüber würden wir gerne debattieren, aber jetzt ist erstmal Frau Schwesig dran zu zeigen, was sie vorschlagen will. Aber geben Sie trotzdem noch ein, zwei Beispiele aus dem, was Sie gefordert haben. Das Spektrum ist ja relativ groß, nach dem, was ich gelesen habe. Also Beratungsangebote, Therapieangebote, vor allen Dingen auch Stärken, Aufklärung an den Schulen und Ähnliches. Natürlich sind das auch Dinge, die auch die Länder leisten müssen. Das ist ja gar keine Frage. Nichtsdestotrotz betrifft das Thema uns hier bundesweit und es ist wichtig auch, dass wir darüber debattieren. Frau Schwesig ist an diesem Thema dran, ist da sehr engagiert, weil ihnen die Kinderrechte und der Schutz von Kindern vor Gewalt sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich ist diese Diskussion auf keinen Fall beendet mit dem heutigen Beschluss. Die Diskussion wird weitergehen, sie wird sich auch auf andere Bereiche verlagern. Wie werden Sie beide das jetzt weiter verfolgen noch in dieser Legislaturperiode? Was steht da noch an? Also ich denke, dass die Änderungen im Sexualstrafrecht jetzt auch hinreichend und ausreichend sind und denke nicht, dass das jetzt sozusagen ein Projekt ist, was im Strafrecht weiter zu verfolgen ist. Wir werden natürlich das im Auge behalten, was da bei den Jugendlichen passiert, beim Persönlichkeitsschutz, und werden das auch entsprechend kritisieren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Gesetz da nicht so bleiben kann. Es hält massive, auch handwerkliche Fehler und ich rechne damit, dass wir da auch wieder zu einer Nachbesserung kommen werden. Da kommt den Widerspruch, sehe ich schon aus der Ferne. Nein, also ich glaube nicht, dass wir hier auf absehbare Zeit große Nachbesserungsarbeiten leisten müssen. Es ist ein solides, sehr ausgewogenes Gesetz. Ich denke eher, dass wir die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zum BKA, der im Moment läuft, genau uns anschauen müssen, weil dort eine der entscheidenden Fragen ist, wie sieht die personelle und technische Ausstattung der Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaften in Deutschland aus, insbesondere beim BKA. Müssen wir da mehr Geld investieren oder welche Verbesserungen kann es hier technisch und personell geben, um den Missbrauch von Kindern, diese Strafbarkeiten zukünftig besser zu verfolgen. Ich glaube, das wird eine entscheidende Diskussion in den nächsten Monaten. Aber da sind wir auch wieder ganz schnell bei den Ländern und deren Zuständigkeiten, bei den Landeskriminalämtern zum Beispiel.
Ja, also ich habe mir die Arbeit des LKA in Niedersachsen angeguckt und in der Tat, die sind nicht völlig hilflos. Die haben gute Methoden, Softwaremethoden, diese Kinderpornografie zu verfolgen. Trotz allem ist dann natürlich klar, dass es eine personellen Aufstockung möglich sein muss, weil Tausende von Fotos auszuwerten, da kommen die im Augenblick nicht nach. Und das haben wir auch in dem Fall gesehen, dass dort 2 Jahre lang die Fotos im Keller liegen. Das kann natürlich nicht sein. Frau Keul, Herr Fechner, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Vielen Dank, dass Sie auch noch mal erläutert haben, worum es jetzt im Plenum weitergeht zu diesem Thema. Vielen Dank. Sie dürfen schon mal reingehen, obwohl wir hier gerade noch uns verabschieden.